Hallihallo, ihr Lieben. Ja. Das fängt schon mal gut an. Das Ding von der Softbox. Egal. Pleiten, Pech und Chaos. Das Video dreht sich um die Glossybox Unboxing. Glossybox. Ich glaube Frühlingserwachen. Also die Frühlingsedition. Die ist nämlich gerade angekommen. Mit Hermes. Und ja. Ich habe noch nicht den Umkarton entfernt. Jetzt schon. Mit Gewalt. Kommt denn da wieder entgegen? So ein Zalando-Dingens da. Dann von Mockberg Gutschein. Ich weiß nicht, was Mockberg ist. Keine Ahnung. Vielleicht steht es irgendwo, was Mockberg ist. Nein. Das ist so ein 50-Euro-Gutschein. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Weiß ich nicht. Das ist die Box. Muss ich gucken. Weiß ich nicht. Ja, das ist auch gut. Dann gehen wir auf Frühlingserwachen. Hatte ich doch recht. Machen wir das Schleifchen auf. Das ist das Magazin. Ich finde eigentlich das neue Magazin richtig cool, irgendwie besser wie vorher. Dann machen wir mal das Papier auf. Genau. Dann haben wir hier so ein Dingens da von May Beauty, wo ich diese schwarze Maske drin hatte. Genau, so, jetzt geht's los. Als erstes habe ich hier ein Mercy Handy Oh My Lemon. Ich denke, das ist so ein, Handdesinfizierungsgel, mein Gott, in Lemon, denke ich. Ja, sowas kann ich eigentlich immer gebrauchen, gerade für die Handtasche. Jetzt kommt mir das auch schon entgegen. Oh ja, riecht sehr frisch. Jetzt ist hier auch noch was raus. Das kann man es ja gleich mal verreiben. Oh ja, riecht sehr schön zitronig. Das sind auch so kleine blaue Kügelchen drin, wenn man das hier sieht. Das ist auch cool. Ja, auf jeden Fall gut für die Handtaschen und für unterwegs, wenn man mal sich nirgendwo nicht die Hände waschen kann. Dann was für die Haare. Zwar von Gul. Volumenbringende Pflegesprühkur für feines, kraftloses oder plattes Haar mit blauer Lotus. Das ist das hier. Nee, da rieche ich jetzt nichts. Mal gucken, wie das riecht. Oh ja, das riecht fein. Oh ja, da freue ich mich. Weil so Sprühkuren benutze ich gerne. Und wenn meine leer ist von Gliss-Kur, werde ich die testen. Da brauche ich nämlich gar keins nachkaufen. Das ist gut. Ja, ich hatte von Gul, glaube ich. Hatte ich da schon mal was von? Oh je, wenn, dann ist schon lange her. Da sind 180 Milliliter drin. Okay. Hitzeschutz ist drin bis 220 Grad. Geschmeidig, okay. Vor Gebrauch feuchtes Haarspray, okay. Nicht ausspülen, okay. Da ist noch drin Biotin, Vitamin B-Komplex. Aha, okay. Ja, bin ich gespannt. Also gut, das finde ich gut. Ja, ich benutze halt sowas gerne, weil man da gut dann durch die Haare kommt. Das ist sehr gut. Dann habe ich hier was Dekoratives. Was ist das hier? Ein von Sleek. Ah, Berry Dust. Was ist das hier? Aber ich weiß nicht, was das ist. Ach, das ist bestimmt ein Lippenstift. Oh, schöne Farbe. Oh ja. Riecht neutral. Das müsste was für die Lippen sein. Ist das was für die Lippen? Ja. Genau, das ist so ein Lip-Dingens. Aber die Farbe ist cool. Berry Dust.
weiß nicht, ob man das sieht, so ein richtig schönes, bäriges Tönchen. Aber das gefällt mir von Sleek. Ich wusste gar nicht, dass Sleek sowas hat. Okay, cool. Finde ich gut. Das gefällt mir doch sehr. Dann von Icona Milano Beautifying Touch. Das ist das hier. Das ist ein Mattifying Face Primer. Das ist cool. Das kommt in so einer schwarzen Tube daher. Das finde ich genial. Da sind 30 ml drin. Aber davon habe ich auch eine Mascara, die ich gerade verwende, von der gleichen Marke. Ein Primer. Klar, für unser Make-up, dass das Make-up länger hält. Das finde ich cool. Auch die Verpackung, voll edel, oder? Voll geil. Cool. Ich liebe Primer. Finde ich cool, weil ich habe doch bei der Sneak Peek habe ich das Produkt nämlich schon gesehen. Da wusste ich, yeah, ein Primer. Super. Ja, das gefällt mir. Zumal die Mascara ja auch echt gut ist. Davon. Oh, dann, ui. Dann habe ich von Dr. Scheller ein Argan Oil. Antifalten Gesichtsöl. Ui. Guckt euch mal das hier an. Wahnsinn. So sieht das aus. Das sind 10 ml. Oh, das ist gut. So ein Öl ist immer gut. Ja, gegen trocken. Gerade trockene Haut liebt die verwöhnende Konsistenz des Gesichtsöls. Es wirkt unangenehm spannend gegen, ohne einen öligen Film zu hinterlassen oder die Haut zu verkleben. Sie fühlt sich glatt und straff an mit hautschützendem, pflegendem Bio-Arganöl nach Kerzen- und Avocadoöl. Anwendung: wenige Tropfen des Produkts in der Handfläche aufwärmen und auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. Das ist sehr gut. Das hebe ich mir auf, für wenn der Winter wieder kommt. Weil dann brauche ich das nämlich wieder. Dann brauche ich mir nicht das von Alverde zu kaufen, weil dann habe ich das. Das finde ich cool. Ja, weil von Dr. Scheller hatte ich, glaube ich, bisher noch gar nichts. Nee. Und es ist frei von Silikonen und mineralischen Ölen und synthetischen Farbstoffen. Das finde ich gut. Und da gibt es noch eine ganze Reihe noch von diesen. Da gibt es ja noch Cremes und so weiter. Aber das finde ich gut. Und, oh cool, von Kneipp. Das muss das letzte Produkt sein, ja. Ein verwöhnendes Cremeöl-Peeling, sanftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme für außergewöhnlich zarte Haut. Cool, das finde ich gut. Alles vegan, okay, cool. Oh ja, einzigartige Kombination aus feinen Zuckerkristallen und einer reichhaltigen Ölcreme lässt ihre Haut im neuen Licht erstrahlen. Das Kneipp-Cremeöl-Peeling entfernt überschüssige Hautschüppchen sanft, während die reichhaltige Verwöhncreme mit wertvollem Arganöl ihre Haut intensiv nähren. Eine glattere, strahlenschöne Haut spüren Sie den Unterschied. Auf nasse Haut auftragen, einmassieren und anschließend abwaschen. Ausreichend für eine Anwendung. Cool. Das ist cool. Da sind 40 ml drin. Vielleicht kriege ich da auch zwei Anwendungen raus. Vielleicht. Wenn nicht, dann, ja gut, dann ist es halt nur eine, aber ich finde das cool. Das wollte ich immer schon ausprobieren, so ein Cremeöl-Peeling. Ist auch frei von Konservierungsstoffen, Paraffin und ohne Tierversuche. Das ist sehr gut. Kneipp ist eine gute Marke. Ja, ich glaube, da hatte ich da schon mal was. Doch, was zum Creme hatte ich schon mal von Kneipp. Genau, fühlt sich auch echt gut an durch die Verpackung. Das gefällt mir. Ja, this was the last product. Hol ich mal das Gebämmel da weg. Dann, oh, aber die Farbe, die ist geil, oder? Also die gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal in das schlaue Heft rein. Und schauen mal nach den Preisen, wie viel das so im Einzelnen gekostet hätte. Zum einen haben wir hier dieses Mercy Handy Handreinigungsgel. Da hatte ich Lemon, da gäbe es jetzt noch Cherry, Flower Power und Black Vanilla. Hätte mir eigentlich alles auch gut gefallen. Das ist ein Original. Ist das ein Original? Ah, ja. Ist ein Originalprodukt, kostet 3 Euro. Ja, ja, ich glaube, so viel kosten die eigentlich normalerweise. Okay, so hätten jetzt die anderen noch ausgesehen, die hätten alle noch so Kübelchen drin gehabt.
Das ist wahrscheinlich das Desinfektionsding. Aber finde ich gut. Wie gesagt, für die Handtasche ist es optimal. So, dann dieser Icona Milano Beautifying Touch Mattifying Primer Base. Wenn die Tage länger werden, greift zu diesem langanhaltenden dermatologisch getesteten Paraben und duftstoffreien Primer. Seine cremige Formel minimiert Poren und feinliert optisch gleich den Hautton aus und bereitet deinen Teint auf ein feines Make-up-Finish vor. Okay, ist auch ein Originalprodukt, kostet 24,50 Euro, stolzer Preis. Hätte ich mir wahrscheinlich so nicht gekauft, aber ich finde das echt nicht schlecht. Ich bin gespannt, wirklich, wie der ist. Wenn meiner von Revlon leer ist, den ich jetzt momentan habe, werde ich den ausprobieren und werde darüber, denke ich mal, eine Review drehen, weil das interessiert mich dann doch, wie das dann ausgeht. Dann diese Zwei-Phasen-Quach. Was labere ich denn vom Käse heute? Also heute Sportkotze angesagt. Dieses Langzeitvolumen, diese Pflegesprühkur, meine Güte. Heute ist aber auch schwer. Ich bin voll daneben heute, echt sorry. Das ist verpeilte Video. Furchtbar. Das sind 180 Milliliter. Dun dun dun. Für 5,89 Euro. Ja, ich glaube, das ist der normale Preis für diese Ghoul-Dinger. Ist ein bisschen teurer wie Gliss-Kur. Und jetzt sehe ich gerade, das hat doch zwei Phasen. Das muss man nämlich schütteln und dann verteilt sich das hier. Ja, habe ich doch recht gehabt. So, das sieht dann aus wie auf dem Bild hier, diese zwei Phasen, genau. Dieser Pflegekomplex quasi. Und da gäbe es noch Shampoo, Spülung und so weiter. Das ist dann hier, genau, das wäre das. Dann haben wir das Öl. Dim. 10 ml Öl. Das Originalprodukt hätte 30 ml. Ich habe jetzt nur 10, aber das ist nicht schlimm. Würde kosten 30 ml, würden 12,95 kosten. Ja gut, dann kostet es vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall weniger. Ich weiß jetzt auch nicht, wie. Vergessen wir es einfach. Oh Gott. Heute geht gar nichts. Ja, genau. Dann ist das quasi eine Probegröße. Genau. Weil das Original wäre, wie gesagt, 30 ml und würde 12,95 kosten. Ist auch ein stolzer Preis. Aber ich freue mich. Ich hätte auch die Originalgröße genommen, klar. So, dann. Genau. Dieser Sleek Make-up Power Plum Lip Crayon hätte. Mein Gott. Gibt's in den Farben Berry Burst, das was ich habe, oder Nutritious Nude. Genau. Ist ein Originalprodukt, würde kosten 7,49 €. Okay. Wie gesagt, ich habe ja Berry. Ich hätte mich auch über den Nude gefreut. Ist eigentlich auch okay. Oh ja, darüber hätte ich mich auch noch gefreut. Über diese Konturpalette. Das wäre auch noch schön gewesen. Ja, oder über Sonnenschutz. Ich fliege wahrscheinlich in Urlaub dieses Jahr im September. Hätte mich Sonnenschutz auch begeistert. Naja, egal. Kaufe ich mir dann halt. Macht nichts. Und gucke ich gerade noch nach dem Kneipp. Aber ich glaube, das war ein Goodie. Weil das ist hier nicht aufgeführt. Nein. Das Kneipp war ein Goodie. Ja, genau, ein Goodie. Ich glaube, die gibt es ja auch so einzeln zu kaufen, denke ich. Von daher ist das ja eigentlich auch ein Originalprodukt. Wie viel würde das kosten dann eigentlich? Ich tippe mal so auf 1-2 Euro oder so, weil Kneipp ist ja immer ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, ob es dann nur, ob man die einzeln kauft. Ich denke schon, so wie die Badezusätze, ne? Diese in Tüten gibt es ja auch nur einzeln. Ja, ich tippe auf 1,95 €. Was das kostet, denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich denke. Ja, genau. Das wäre dann der Inhalt. Ich bin echt zufrieden diesmal. Also diesmal haben sie meinen Geschmack
voll getroffen. Ich kann mit allem was anfangen. Ich finde alles genial. Highlight ist natürlich das da, Hanna. Das ist natürlich genial. Die Farbe ist super. Und der Primer, geniales Öl. Das für die Handtasche ist immer gut, wenn man sich mal unterwegs nicht die Hände waschen kann. Das finde ich gut. Endlich was für die Haare, was ich auch gebrauchen kann. Also von daher bin ich total zufrieden dieses Mal. Da gibt es nichts zu meckern. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. So, das war mein leicht verpeiltes Unboxing heute. Mit Sprachstörungen und Wortfindungsstörungen und allem möglichen drum und dran. Genau. Ja, genau, wie gesagt, das war's mit dem Video. Hinterlasst mir gerne fleißig Kommentare. Falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal gelandet seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Ist natürlich kostenlos, klar. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Und schreibt mir doch, was ihr so drin hattet, das würde mich interessieren. Genau. Und dann würde ich sagen, bis dann.